Aloha, und bevor es losgeht, Leute, wollte ich noch einen kleinen Hinweis hier einschieben, denn ich streame regelmäßig auf Twitch und gestalte dort auch aktuell sehr viel auf meiner Insel um, auf meiner zweiten Insel Shanghai. Das wird auch so eine städtische Insel, die ihr jetzt auch gleich im Anschluss sehen werdet. Falls ihr darauf Bock habt, live dabei zu sein, schaltet gerne mal ein. Ich spiele auch sehr viele andere Spiele auf Twitch, falls ihr auch mal auf was anderes Lust habt, außer Animal Crossing. Außerdem wollte ich euch so einen kleinen Reminder rausschicken, dass ich mega, mega, mega dankbar bin über jeden Support, wenn ihr mir auf meinen Social Media Kanälen folgt, wie Instagram, Twitter und so weiter, weil das mich als Content Creator extremst unterstützt. Und ja, das wollte ich nur mal kurz vorne einwerfen, aber wir starten jetzt direkt mit dem Video. Let's go! Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir auf der Insel Jeju Island. Das ist tatsächlich auch eine Insel, die es im Real Life gibt, und der Ersteller hat diese Insel sozusagen nachgebaut. Also er hat sich versucht, an realen Orten zu orientieren und die dann in Animal Crossing nachzubauen. Ich streame auch gerade, deswegen werde ich auch manchmal auf den Chat eingehen, falls ihr euch wundert, mit wem ich rede. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich war schon mal auf der Insel, aber ich habe da nicht geschlummert. Ich wurde vom Ersteller selbst eingeladen und konnte mir seine Insel anschauen, hat mir so eine kleine Tour gegeben, weil ich sehr viel Inspiration von der Insel genommen habe für Shanghai, für meine zweite Insel. Es ist halt eine städtische Insel und er hat sehr viele coole Ideen. Und ich freue mich, euch das hier gleich zu zeigen. Sieht alles sehr grau aus, weil halt städtische Insel, er hat sehr viel Bodendesigns verlegt. Deswegen sieht man jetzt auf der Karte nicht so viel. Aber in echt sieht es einfach unglaublich nice aus. Er hat vor allen Dingen halt so viel diese Bücherregale genommen. Und das finde ich halt einfach mega nice. Okay, es laggt natürlich, aber wie gesagt, bei städtischen Inseln ist es eigentlich sozusagen ein Muss, dass es laggt. Und er hat einfach so viel von diesen Bücherregalen genommen und es als Wände genommen, als Hauswände. Und vor allen Dingen, das Geilste ist, er hat halt diese Bücherwände genommen und hat dann die Zwischenwände davor gestellt. Und das gibt irgendwie diesen Läden noch viel mehr Dimension, und ich finde das irgendwie viel schöner, als wenn da jetzt nur die Zwischenwände stehen würden, weil die Zwischenwände würden dann so platt aussehen, und deswegen liebe ich diese Idee einfach. Und er hat halt so Ladenschilder gemacht, 7-Eleven und alles. Mega, mega, mega cool. Hier hat er so eine Straßenpromenade, I don't know. Der Flughafen ist hier. Und das ist tatsächlich wirklich die Einkaufsstraße von Jeju Island. Also das ist mit diesem Bodendesign. Er hat viele Sachen auch selbst designt. Genau. Das ist so die Haupt-Main Street in Jeju Island. Mega cool. Hier hat er verschiedene Läden, Werbetafeln da oben noch hingemacht. Ich muss mir das mal auch abfotografieren, weil, wie gesagt, ich nehme hier richtig viel Inspiration für Shanghai. Und er hat halt teilweise hier so kleine Balkons noch hingebaut. Innisfree, das habe ich ja auch auf Shanghai stehen. Was hat er hier auch nochmal? Marais ist, glaube ich, auch irgendeine andere Marke, die es da gibt. So cool gemacht! Vor allem diese Statuen gibt es da auch wirklich. Also nicht genau 1:1 die, aber es sehen so sehr ähnlich aus. Hier mit den Blumen. Alan. Das ist, glaube ich, so eine Kleidungsmarke. Noch so ein kleiner Kiosk. Es passt einfach alles. Richtig schön, ich lieb's auch. Tout le jour, so, das ist eine Bäckerei. Ich hätte auch Bock jetzt auf so einen Kuchen. Wem gehört die Insel? Das gehört einem Instagram-Mär. Ich verlinke euch ihn auf jeden Fall auch in den Kommentaren und die Schlummeranschrift und so weiter. Wird alles verlinkt. Das ist so ein kleines Bürogebäude. Das Coolste ist, man kann da hochgehen. Hallo! Willkommen. Man kann nämlich hier hochgehen. Das finde ich so nice. Und hat dann so ein Rooftop-Café. Das finde ich auch so cool. Ich will das irgendwo auch noch in Shanghai einbauen. Nur das muss man halt richtig gut planen, dass man hier hochgehen kann. Dann hat man hier so eine Aussicht. Ich liebe das einfach. Einfach wow. Ja, so eine nice Idee. Sowas will ich auf jeden Fall irgendwo noch in Shanghai mit einbauen. Vor allem so richtig nice Kaffee, weil es mit den Pflanzen und so auf dem Dach, so ein Kaffee in echt, einfach nice. Und er hat mir erzählt, als er mir die Tour gegeben hat, dass er richtig lange gebraucht hat, das ist so ein Foto, was er gemacht hat, er hat sich dann so hier hingestellt und hat dann so getan, als wollte er die Perle klauen, und die Schildkröten wären aggressiv auf ihn gewesen dann, weil die alle so einen angucken. Und er hat richtig lange gebraucht, diese Schildkröten zu farmen, weil die muss man ja alle fangen, angeln sozusagen. Mega sweet.
Ja, einfach nur so ein Steingarten. Trotzdem alles dekoriert. Genau. Also das ist hier Jeju Innenstadt von der Insel. Wir haben ja noch nicht alles gesehen, deswegen schauen wir uns das jetzt noch alles an. Ich bin einmal lang gegangen. Es gibt halt noch so viele Seitengassen. So ein Kioskstand. Ein Strand hier. Das Bodendesign hatte ich ja auch erst auf Shanghai. Ich finde es so cool, aber es nimmt so viel Platz weg. Nochmal so einen kleinen Kiosk. So schön. So schön. Einfach alles richtig nice dekoriert, wirklich. Hier auch nochmal. Ich glaube, GS25 ist, glaube ich, auch sowas wie 7-Eleven. Einfach so ein Family Mart. Ist auch noch ein anderer Laden. Okay, hier waren wir schon. Es leckt halt. Aber, wie gesagt, eine städtische Insel, die leckt, ist eine gute städtische Insel. Hier. Achso, diese Stühle gibt es, glaube ich, auch wirklich am Strand von Jeju Island. Ich glaube... Ja, er hat mir übrigens erzählt, er ist zwar kein Koreaner, aber er und seine Frau schauen total gerne K-Dramas. Und es gibt, glaube ich, ein K-Drama auch von Jeju Island. Ich gucke K-Dramas nicht, leider. Und deswegen ist er inspiriert worden, diese Insel zu erstellen. Es kommt gleich auch noch so ein Easter Egg am Strand, glaube ich. Die Straße finde ich auch so schön. Vor allen Dingen mit den Pflanzen an den Seiten. Ich finde es richtig schön. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Und so viele kleine Seitengassen. An McDonald's. Mit dem Hund davor. Nochmal so ein Toulé. Ich muss auf jeden Fall noch so viel mehr Läden machen auf meiner Insel. Toulé Jour. Hier haben wir so den Ferienbereich, so Hotels. Ich werde, glaube ich, nicht in alle Räume reingehen. Die sind alle auch mega cool eingerichtet. Aber das Video würde sonst zu lange gehen. Die Räume könnt ihr euch selbst nochmal anschauen. Die sind trotzdem auch mega cool eingerichtet. Teilweise halt so, wie zum Beispiel so ein Laden von innen aussehen würde. Er hat nämlich mega coole Fotos auf Instagram gemacht, wo er seine Bilder ein bisschen bearbeitet hat. Wo es dann so aussieht, als würde man wirklich in die Läden reingucken können. Ich verlinke euch, wie gesagt, den Instagram-Account unten nochmal. Könnt ihr euch selbst nochmal anschauen. Ja, und schlummert gern selbst auf die Insel, um in die Häuser nochmal reinzugehen. Der Vorgarten ist auch mega. Achso, und genau das ist vom K-Drama inspiriert. Die haben irgendwie so einen Camper. I don't know, ich schaue keine K-Dramas, aber da gibt es irgendwie bei diesem Jeju Island K-Drama, leben die irgendwie am Strand an einem Camper oder so, hat er mir damals erzählt. Aber auch mega cool gemacht einfach. Hier wohnt auch noch jemand. I love it. Oh, hier oben ging es auch noch mal lang. Ich glaube hier. Sollen halt die Hotels sozusagen sein. Und hier ist dann der Hotelpool. Umkleideraum mit Infinity Pool. Ist auch mega gemacht. So schön. I love it. Mega pretty, ja. Wie lautet sein Insta-Name? Seojun in Jeju. So lautet sein Instagram-Name. Okay, wir gehen mal nach da hinten. Wir kommen nämlich jetzt... Er hat auch noch ein bisschen natürlichen Bereich gemacht. Es gibt halt auch nur mehr... Also es gibt Sehenswürdigkeiten auf der Insel und die werde ich euch jetzt zeigen. Wir haben nämlich einmal einen Berg. Ich weiß nicht, wie der Berg heißt, aber der ist wohl auch sehr bekannt. Und da kann man auch so einen Hiking-Trip machen. Und hier läuft man dann hier hoch. Und auch sehr cool, einfach alles dekoriert. Mit den Steinen. Und es kostet einfach so viele Steine, einen Stein zu machen. Also Material kostet das Set sehr materialaufwendig. Die Materialkosten sind sehr hoch. So. Genji ist noch hier. Und hier kann man dann campen. Richtig sweet. Mit einem kleinen See. Und dann ist man auf dem Berg drauf. Richtig cool gemacht. Allein schon, wie die Straßenränder dekoriert sind. Ja, es ist einfach alles stunning hier. Ich lieb's. Ja, und hier kann man auch weiterlaufen. Ein kleiner Wald. Auch alles sehr schön gemacht. Er hat sogar extra, damals hat er es auch gemacht, dass ein Camper hier ist, aktualisiert, damit das alles hier irgendwie passt und nice aussieht. Hier hat er noch ein bisschen mit Perspektiven gearbeitet. Ich liebe diese ganze Insel, das ist einfach schön. Er hat auch so viele Details für diese Insel gemacht.
Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Es passt einfach. Hier ist ein Tempel, eine Tempelanlage. Die gibt es auch in echt. Ich weiß noch nicht mehr, wie der Tempel heißt. Aber das ist so ein Tempel, den man sich auf Jeju Island anschauen kann. Und ich glaube, der hat ein bisschen verändert. Die sieht auch echt nice aus mit den roten Wänden. Richtig cool. Und da ist das Museum. Es triggert ein bisschen, dass der Eingang nicht parallel sein kann. Aber mega gut gemacht. Mega schön. Einfach nice. Einfach unfassbar schön, ja. Pascal springt den Weltenbummler. Ach, das schneide ich raus. Das schneide ich raus. So viele Facetten hat die Insel, ja. Und das ist halt einfach real life, einfach die Insel, also die Jeju Island, die es halt wirklich gibt, einfach nachgebaut, so. Und ich finde das mega cool, wenn man so echte Orte versucht, in Animal Crossing nachzubauen. Einfach nice. So, dann gibt es noch irgendwie so ein bisschen außerhalb von Jeju City kann man halt, warte mal, bin ich vorbei? Ah ja, genau, hier. Kann man halt so einen Trip machen auch. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall gibt es wirklich diese gelben Blumenfelder. Und ihr wisst ja, alles hier ist ja, warte. Alles hier ist mit Kirschblüten. Und hier hinten hat er, ich glaube, Orangen, eine Orangenfarm gemacht. Und das ist so ein kleines Dorf, das es auch in echt gibt dort. Das ist irgendwie alles aus Ton. Er hat mir so Bilder gezeigt, das ist wirklich alles super akkurat eingerichtet. Das ist halt das Krasse. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie die Orte heißen. Und einfach, damit das alles so passt hier, hat er die Bäume, die sind ja grün, das sind ja eigentlich Obstbäume, man sieht es jetzt gerade nicht, dass sie grün sind. Eigentlich müssen sie pink sein, weil ja Kirschblütenzeit eingestellt ist, aber damit das alles so zu diesem grünen Obst, die Vibe passt, hat er die Bäume alle nochmal schön geschüttelt und das dann so hochgeladen. Und ich finde einfach dieses Detail, dass er sich die Mühe gemacht hat, alle Bäume zu schütteln, damit das trotzdem grün bleibt und jetzt nicht rosa wird während der Kirschblütenzeit, ist einfach so, ich finde es einfach so crazy, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Und das halt wirklich aktiv beim Gestalten mit einbedacht hat, dass es dann einfach grün ist und dann nice aussieht, aber kein Obst dran hängt, dass es einfach grüne Bäume sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das so crazy. Ja, genau, hier ist so eine Obstfarm. Mandarin-Tangerine? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist Jeju Island scheinbar auch bekannt dafür, dass sie hier irgendwie Orangen oder so haben. Mega gut. Ich bin einfach begeistert von der Insel. Oh, die Brücke ist neu. Okay, das war damals noch nicht da. Ach, witzig. Okay, dann ist das auch verbunden. Sehr cool. Ja, und hier ist dieses Tondorf. Mega. Hier hinten hat er noch so einen Innisfree-Laden, glaube ich, gemacht. Oder einfach nur einen Kaffeeladen. Genau. Spaß, es ist einfach so schön. Er hat mir auch noch so viel zur Insel erklärt, dass ich euch jetzt gar nicht mehr erklären kann, weil ich einfach super vergesslich bin und es schon 3 Wochen oder einen Monat her ist. Aber I love it. Ich liebe einfach alles daran. Und das hier sieht auch so cool aus mit den Windkrafträdern, dass die halt auf der gleichen Höhe sind irgendwie. Ich liebe das voll. Und hier oben ist noch eine Aussichtsplattform. Kann man hier nochmal runterschauen. Ja, that's it. 200 IQ-Move, darauf wäre ich nie gekommen. True, ich auch nicht. Deswegen hat mich das so geflasht. Ja. Das ist eigentlich die Insel. Ich glaube, ich habe euch so Größen... Oh, guck mal, hier oben. Teilweise so cool, dass man hier... Ich glaube, da kann man auch noch hoch. Oh, jetzt fängt es wieder an zu laggen. Aber ja, man kann halt teilweise so in die Häuser oben reinschauen. Ich finde, das hat er so cool gemacht. Warte, irgendwo kann man das doch... Ah, hier. Oh Gott, das ist lag so extrem. Aber da kann man so in die Küche reinschauen. Und das ist so cool, ich will das auch in Shanghai machen. Aber ich stelle mir das so kompliziert vor, das so zu bauen. Muss man sich richtig Gedanken machen. Hier auch. Mega. Ja, das war's mit der kleinen Inseltour hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, wenn ihr euch für den Weltenbummler bewerben wollt, müsst ihr unseren Discord-Server beitreten und einfach eure Insel in den Schlummerbereich reinschicken. Ich werde ab und zu da mal durchgehen und mir eine Insel aussuchen, wenn ich einen Weltenbummler drehen will. Aber in letzter Zeit kommen ja ein bisschen weniger Weltenbummler, weil ich einfach nur so spezielle Inseln euch zeigen will.
Genau, das war's alles dazu. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!